Als ich in der zweiten und dritten Klasse war, war auf dem Schulhof natürlich immer viel los. Du hattest immer Bock, in die Pause zu gehen. Du konntest es kaum noch abwarten im Unterricht, dass die Pause gleich losgeht. Weil der Schulhof war ja immer wie ein Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz wurden verschiedene Spiele gespielt. Es wurden Gogos gespielt, Beyblade, Pokémon-Karten und Caps. Also Caps, das waren so runde Pappscheiben oder Porks, die früheren Milchdeckel nachempfunden worden sind. Da waren dann irgendwelche Motive drauf. Dann haben mehrere Kinder ihre Caps zusammengeschmissen, aufeinander gestapelt und dann mit einem Slammer draufgeworfen. Und die Caps, die dann mit dem Bild nach oben gelandet sind auf der Erde, die durftest du dann behalten. Und in diesem Spiel war ich richtig gut. Und jetzt neulich, so im Urlaub, habe ich ein Cap gefunden und ich war total begeistert und das war sofort Nostalgie pur. Und dann habe ich gedacht, wenn ich zu Hause bin, baue ich mir meine eigenen Caps oder meine eigenen Porks. Und vielleicht, wenn du dieses Video schaust, auch Gefallen an diesem Spiel finden. Ich freue mich tatsächlich jetzt schon voll auf dieses Video, weil das war echt ein Spiel, da war ich richtig gut drin. Ich hatte einen riesen Beutel voll mit diesen Dingern, Hunderte. Ich weiß auch nicht, wo die hin sind, die habe ich, glaube ich, mal verschenkt. Aber die will ich heute herstellen, und zwar aus Holz. Wirklich ein Spiel aus Holz mit ein bisschen Farbe drauf. Aus Material, was ich natürlich hier in der Werkstatt habe. Also, komm mit. Wir gehen erstmal am Computer, denn ich mache das heute mit dem Fluxlaser, also der CO2-Laser. Der CO2-Laser, der ist wie geschaffen dafür, solche Sachen herzustellen. Als Material möchte ich dafür gerne so Ballsaalholz nehmen. Das habe ich mal auf Amazon ganz günstig geschossen. Da habe ich zwei Packungen mit, ich glaube, jeweils 10 von diesen Sheets hier gekauft. Das war im Sale. Das ist doch relativ robust und es geht nicht direkt kaputt, wenn es auf die Erde fällt. Also ich denke mal so Fichte oder so, wenn du da was draufschmeißt, das wird sofort kaputt gehen. Aber das hier, das kann echt ordentlich was abhaben und deswegen werde ich Ballsaalholz dafür nehmen. Ich werde aber nicht Ballsaalholz Natur nehmen, sondern ich werde jetzt mal als allererstes das Ballsaalholz beidseitig lackieren. Denn ich brauche ja mindestens zwei verschiedene Farben. Eine Farbe für einen Spieler und eine andere Farbe für einen anderen Spieler. So, am Computer muss man wie immer die Software starten für deinen CO2-Laser. Bei mir beim Fluxlaser ist es die Beam Studio Software und ich will natürlich diese Caps lasern. Als Grundlage für einen Cap erstelle ich als erstes mit dem Shortcut L ein Oval und dem Oval verpasse ich die Größe rechts im Feld von 40 mm im Durchmesser. Weil das ist die durchschnittliche Größe von so einem Cap damals gewesen oder von so einem Pork. So, die hießen so Caps, Chupa Chups, Caps, das war damals die Chupa Chups, das waren, glaube ich, die am meisten bei uns bespielt worden sind. Und die gab es ja von verschiedenen Herstellern. Ich würde aber einfach sagen, ich nenne die Caps im Laufe dieses Videos, weil genau, das ist tatsächlich der klassische Name. Okay. Du erstellst einen Kreis mit 40 mm im Durchmesser. Und jetzt mache ich eine coole Sache, die ist ziemlich neu hier in der Software. Ich will jetzt nicht jeden Kreis einzeln duplizieren, sondern ich werde mir jetzt die Sachen vermehren. Und dazu gibt es in der Software ein neues Tool, die nennt sich Anordnung. Da klicke ich rechts drauf, dann öffnet sich ein Fenster, das nennt sich Grid Array erstellen. Und in diesem Fenster kann ich jetzt sagen, dass mein Kreis so oft und so oft kopiert werden soll. So, ich mache mir jetzt einfach 6 Spalten und das soll 4 Zeilen haben. Und dann, die Kreise sind ja 40 mm im Durchmesser. Ich möchte, dass alle 43 mm nach rechts und 43 mm nach unten, also horizontal und vertikal, ein neuer Kreis dann steht. Dann drücke ich auf Bestätigen und dann habe ich jetzt hier 6 in der Reihe. So, jetzt mache ich das nochmal rückgängig, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. So, ich klicke dann nochmal drauf, gehe nochmal auf Anordnung,
Und Zeilen will ich 4 haben. Da habe ich nicht richtig geklickt. Dann drücke ich nochmal auf OK. Und dann habe ich jetzt so ein Raster von 4, 8, 12, 16, 20, 24. Und das hat nur eine Minute gedauert. So, jetzt kann ich in diese Porks oder in diese Caps hoch, die kann ich jetzt die Bilder reinziehen. Vorher gruppiere ich mir das jetzt noch. Gehe rechtsklick, gruppieren. So, damit ich jetzt nicht versehentlich immer einen auf Seite schiebe. Und dann nenne ich diese Ebene noch Schneiden, weil das ist ja eine Schnittebene. Und die Schnittebene muss immer ganz nach unten. Schnittebene, okay. Die muss immer ganz nach unten, weil Schneiden möchtest du ja zum Schluss. Weil sonst besteht die Gefahr, dass die Caps durch Wind vielleicht, also durch den Druckluft, wegfliegen. Deswegen auf jeden Fall den Cap, die Schnittebene nach unten. Und jetzt nehme ich einfach irgendwelche Motive. Ich sag mal als Beispiel, ich nehme mal hier, habe ich mir schon, wie gesagt, verschiedene Motive schon ausgearbeitet, vektorisiert, wie man JPEG-Dateien vektorisiert. Das zeige ich dir in einem anderen Video. Das hier oben verlinke ich dir das mal, das habe ich schon gemacht. Das kann man nämlich mit Inkscape sehr gut machen. So. Jetzt blende ich mir das hier gerade einmal aus. Dann nehme ich mir dieses Bild, mache natürlich den Vollbildmodus wie immer an und nehme mir jetzt einfach aus dieser Vektorgrafik, da nehme ich mir jetzt einfach raus, was ich brauche. So. Zerlegen. So. Und jetzt nehme ich mir aus dieser Datei, nehme ich mir, was ich brauche. Ich will den Planeten haben. Okay, der gut funktioniert. So, ich will den Planeten haben. So, genau. Den will ich haben. Dann nehme ich den, setze ihn mir hier irgendwo rein als erstes, mache den ein bisschen kleiner. Das Motiv, zum Beispiel 35 mm im Durchmesser, 30. So, und jetzt muss ich die Vektorgrafik wieder ein bisschen anpassen und dann sieht das Ganze dann nachher so aus. Dann nehme ich noch hier das UFO, wähle quasi alles dazu aus, dann nehme ich das UFO und dann wird diese Datei hier, das wird quasi die Sci-Fi-Caps quasi. Du weißt, was ich meine. Du brauchst einfach nur Bilder von Google, die du dir vielleicht vektorisierst. Du musst sie nicht vektorisieren, wäre aber hilfreich beim Gravieren. Du brauchst einen 40 mm Kreis, du brauchst ein dünnes Holz und das schickst du dann an deinen Laser. Und das war's dann schon, damit du eigene Chupa Chups Caps machst. Es wäre schön, wenn das Holz vielleicht eine andere Farbe hätte, zum Beispiel durch Lackieren. Und ich mache jetzt mal die Datei hier fertig und dann zeige ich dir das gleich, wie das dann fertig aussieht, die Datei. So sieht jetzt eine fertige Datei aus für einmal Chupa Chups Caps oder einmal Porks, wie auch immer ich das jetzt nennen möchte. Ich habe jetzt quasi so ein Science Fiction Stack gemacht, das heißt, das sind 24 von diesen runden 40 mm Caps. Und auf der Vorderseite, da habe ich ja jetzt diese Science Fiction Figuren drauf gemacht und auf der Rückseite will ich natürlich auch was drauf haben. Das heißt, ich mache jetzt einfach einmal eine neue Ebene. Ich werde diese Ebenen hier beide sperren, die Gravur und die Schnittebene. Dann gehe ich in die dritte Ebene rein, blende die rote Ebene einfach kurz aus. Ja, dann nehme ich mir ein Tool, ein Schrifttool, suche mir eine schöne Schriftart aus. Ich nehme mal hier die hier zum Beispiel und nenne das einfach Flux. Mach dann eben noch Füllen und dann sind das die Flux-Caps. Ganz einfach. Ist für mich einfach, ich bin jetzt nicht so kreativ, was Namensgebung und Namensfindungen angeht, aber ich habe die Dinger ja mit dem Flux gemacht, das heißt, den kann man ja auch ruhig Flux nennen. So, einmal kurz hier so ein bisschen zentrieren und jetzt, weil ich faul bin, beziehungsweise ich bin nicht faul, ich bin klug, gehe ich auf Anordnung und wiederhole das wie die Kreise auch mit einem Knopfdruck. Und jetzt sind da komplett einmal in einer Tour Flux, der Name Flux, auf jedem Cap einmal versehen. Und jetzt habe ich quasi alle meine Ebenen fertig. Und jetzt kann ich eigentlich das lackierte Holz, wenn es trocken ist, da in den Laser legen, auf Gravieren klicken. Und dann spiele ich für dich einmal das Spiel. Okay, der Teufel steckt im Detail und ich glaube, man kann das vielleicht gerade so ein bisschen sehen, dass das lackierte Holz
und es hat sich leider durch die Feuchtigkeit ein bisschen verzogen, aber das ist nichts, was ein guter Magnet nicht ausgleichen kann, denn im Fluxlaser ist hier eine magnetische Honeycomb, also so eine Bienenwabenunterlage. Da kann man dann jetzt einfach gleich Magnete draufstellen und kann das dann trotzdem lasern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Spannung, die da entstanden ist, auf den einzelnen Cap gleich keine große Auswirkung haben wird. Also einmal Gold, also die Rückseite von den Dingern, die soll halt komplett Gold sein. Das war so goldener Lack, den ich da gefunden habe. Autofelgenlack. Und auf der Vorderseite habe ich jetzt hier grün, dann wird es auch noch rot geben, gelb und lila. Also ich denke, dann können 4 Leute das spielen, wenn sie möchten. Oder ich alleine, weiß der Geier, aber ich lege das jetzt erstmal rein in den Laser und hoffe, dass das gut geht mit dem lackierten Holz, weil zu dem Thema wollte ich gerne auch nochmal ein Video machen. Aber erstmal jetzt ab in Laser damit. Damit man aber diese Caps, die ich da gelasert habe, auch irgendwie bewegen kann, braucht man etwas, um es drauf zu werfen. Und das ist ein sogenannter Slammer. Also der Slammer ist das Teil, was du drauf wirfst, um damit zu bezwecken, dass der Stapel umkippt. Der Slammer ist in der Regel 3-mal so dick und auch deutlich schwerer als der Chip selber. Und ich habe mich jetzt hier einfach für, ich weiß, ich glaube 12 mm für 8 mm Birke Sperrholz entschieden, weil du schon mit einer krassen Wucht da drauf wirfst und der muss das natürlich auch aushalten, weil ohne Krafteinsatz kippen die Dinge auch nicht um. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt mit dir mal raus und dann probieren wir das Spiel mal aus. So, Freunde der Sonne, ich habe sie fertig, die Caps. Also, ich habe 2 verschiedene Motive gemacht. Ich habe einmal lilane gemacht, da sind eher so Krabbeltiere drauf, Frösche, Reptilien. Und dann habe ich grüne gemacht, da sind so Science-Fiction-Raumschiffe, Planeten, Aliens drauf. Und ich will jetzt mal mit dir dieses Spiel ausprobieren. Und wenn das gut funktioniert, diese DIY-Variante von Chupa Chups Caps oder Pox, dann will ich auf jeden Fall noch 2 komplett andere Platten basteln. Einmal mit Autos und einmal so mit Hunden. Genau, und dann hat man quasi für 4 Spieler eine Box voll, was man mal eben mal zwischendurch spielen kann, wenn man zum Beispiel entweder Enkelbesuch da hat oder Kinderbesuch oder aber auch mit den besten Kumpels abends zum, wenn du verlierst, musst du einen Shot trinken. Keine Ahnung. Komm, ich bin jetzt mal hier draußen an der Sonne. Lass mal eben ausprobieren, wie das Spiel funktioniert. Ey, yo, ob das gut funktioniert, ist ja der Burner. Na gut, das ist natürlich ein hoher Schwierigkeitsgrad dabei. Ich habe jetzt noch ein paar gelasert, einfach aus Fichteholz für einen dritten Spieler. Ist eine andere Sorte. Ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, eine andere Sorte, weil früher, die gab es früher aus Pappe, die gab es aus Plastik, die gab es aus Metall, die gab es eingeritzt, ausgeritzt, umgeritzt, umlackiert. Jeder hatte da seine eigenen Dinger. Ja, und natürlich die Slammer. Ja, wie ich den gemacht habe, klar, ne? Das ist jetzt 45 mm Durchmesser und aus etwas dickerem Material. Und habt ihr natürlich genauso gelasert wie die Caps auch. Und die Caps, die nehme ich jetzt einfach überall mit hin zum Spielen, weil ich da selber voll Bock drauf habe. Und ja, wenn du mal irgendwie unterwegs bist oder so, wir treffen immer wieder Kinder oder so, die Bock haben zu spielen. Und das ist halt, glaube ich, ein Spiel, das kennt echt keiner, der nicht älter ist als ich oder jünger ist als ich. Deswegen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, wenn dir das Projekt hier gefallen hat und du gerne mehr Kinderspielzeuge sehen möchtest, also mehr Spielzeuge, die man mit einem Laser zum Beispiel herstellen kann, ja, dann schreib es einfach unten mit Hashtag gerne
mal unten rein und sag doch mal, welches Spiel du empfehlen würdest für so 1 bis 3 Jahre ungefähr und auch einfach herzustellen. Also was man aus Holz simpel herstellen kann, vielleicht ein eindimensionales Spiel, das ist nichts, was man zusammenstecken muss, schwer und auch nichts logisch kompliziertes. Und schick ruhig einen Link mit dabei, damit ich das verstehe. Ich habe gedacht, ich mache als nächstes mal Memory. Also Memory für meine Tochter. Ich hatte ihr ja schon ein 4-teiliges Puzzle gemacht. Dann mache ich ihr jetzt mal Memory. Das ist ja auch relativ simpel gemacht. Aber das zeige ich dir natürlich auch wieder, wie man das mit dem Fluxlaser macht. Und genau. Ich suche mir jetzt jemanden, der mit mir Caps spielen geht. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.